Sagen Sie Seifert, wir sehen uns vor Gericht. Warum das denn? Er glaubt wohl, er kriegt mich wegen Erpressung dran. Was? Aber so dumm bin ich nicht. Er kann sein Geld behalten. Du hier? Lassen Sie mich los! Miststück! Au! Au, sieht so mir weh! Au! Das war's. Aber warum nehmen Sie das Geld nicht? Dann sind Sie reich. Was wollen Sie denn mit Valentina? Die ist Ihnen doch vollkommen egal. Manchmal fallen mir schon die Augen zu, aber immer nur für ein paar Minuten. Und wenn ich morgens wach werde, fühle ich mich wie gerädert. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Meinen Laden habe ich geschlossen, das ist es nicht. Private Probleme? Hm. Frau Zastrow, Sie sollten mir schon vertrauen. Um wirkungsvoll gegen Schlafstörungen anzukämpfen, sollten wir die Ursache klären. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Das war mein Mann, mein noch Ehemann. Ich habe ihn verlassen, ich will die Scheidung. Und er ist damit nicht einverstanden? Ständig ruft er mich an, Tag und Nacht. Richtiger Terror. Endlich bin ich ihn los. Eigentlich müsste der Albtraum vorbei sein, aber irgendwie wird's nicht besser. Ich schreibe Ihnen jetzt ein Mittel auf. Das bekommen Sie auch ohne Rezept in der Apotheke. Danke. Aber das allein wird nicht reichen. Powern Sie sich mal richtig aus. Am besten an der frischen Luft. Das entspannt Sie und Sie werden danach besser schlafen. Sie werden sehen. Und sollte das nichts nützen, dann konsultieren Sie bitte einen Experten. Was für einen Experten? Es gibt Schlaftherapeuten. Oder Sie besuchen einmal ein Schlaflabor. In der Uniklinik. Mal schauen. Ich glaube, ich versuche es erstmal hiermit. Dieser Anruf. Plötzlich wollte er nur noch weg. Der dachte wohl, die Polizei sei hinter ihm her. Aber er hatte doch die Verzichtserklärung schon unterschrieben. Ja, sie dann aber wieder zerrissen. Was? Das war doch alles besprochen. Ich weiß nicht. Plötzlich ist er so nervös geworden. Ich soll dir noch ausrichten, ihr würdet euch vor Gericht wiedersehen. Was hast du ihm denn gesagt? Denkst du etwa, ich wäre schuld? Naja, irgendwas musst du ja falsch gemacht haben. Ich habe getan, was ich konnte, ja? Fast hätten wir uns um die Verzichtserklärung geprügelt. Mann, das war die Chance. Gibst du etwa mir die Schuld? Ja? Ist alles in Ordnung? Was gibt's? Die Frau Pichler vom Jugendamt hat angerufen. Es geht um das Gutachten. Ja, was ist damit? Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten und die müssten geklärt werden. Und deswegen fragt sie, ob Sie diesem Bericht vielleicht noch irgendwas hinzufügen wollen, bevor es ans Gericht geht. Worauf wollen die denn hinaus? Also bisher hatte ich den Eindruck, dass sie Ihnen sehr zugetan ist, aber jetzt steht da ein Vorwurf im Raum und das soll ich jetzt klären. Und welcher? Du packst ja schon wieder. Ein oder aus diesmal? Klopf an, bevor du reinkommst. Du willst schon wieder abhauen? Ja. Und diesmal hältst du mich nicht ab. Heute Morgen warst du etwas kooperativer. Da wolltest du dich nur hinlegen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Du hast mich gewarnt. Aber wie du weißt, kann die Polizei jederzeit anklopfen. Dein Plan funktioniert nicht mehr. Ich weiß genau, was ich tue. Nein. Ich wollte das Baby für 500.000 an seinen Vater verkaufen. Du wolltest mich hintergehen? Eine Erpressung im Alleingang? Alain, das konnte nicht gut gehen. Die Geldübergabe war garantiert eine Falle. Ich musste schnell wie möglich verschwinden. Nun sei mal nicht so nervös. Kein Mensch beobachtet dich, glaub mir. Du hast mich reingelegt.
wusstest ganz genau, was ich vorhabe. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du eine Verzichtserklärung unterschreibst. Das verstehst du doch, oder? Merde. Kapierst du endlich, dass ich dir immer einen Schritt voraus bin? Und jetzt pack deinen Koffer aus. Du musst gleich vor Gericht. Nein. Wie bitte? Spätestens jetzt wissen die Saalfels, dass mir das Baby völlig egal ist und dass ich nur ans Geld will. Ich bin raus. Von den Saalfels hat mich niemand unter Druck gesetzt. Da hat mir die Frau Pichler aber was ganz anderes erzählt. Ja, die hat's vom Zastro und der versucht natürlich alles, um Robert schlecht zu machen. Na ja, Eva, ich weiß ja schließlich auch, wie unbeherrscht der Robert sein kann. Hm? Was war denn das eben? Ich hab das ja bis hier auf dem Flur gehört, wie er dich beschimpft hat. Robert ist einfach nur verzweifelt. Weißt du, was dieser Brion gemacht hat? Hm. Der hat Robert einen Handel angeboten. Für eine 500.000 verzichtet er auf das Sorgerecht von Valentina. Das ist nicht wahr. Doch. Er hat sogar schon die Verzichtserklärung unterschrieben. Ist ja unglaublich. Ja, sie aber dann wieder zerrissen, in plötzlicher Panik, die Polizei könnte auftauchen. Du, das musst du dem Jugendamt unbedingt erzählen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Habt ihr einen Beweis dafür? Nein, aber du musst mir das glauben. So ist es passiert. Ja, ich glaub's dir ja. Aber ob das Gericht das glaubt, das ist die Frage. Der Kerl wird das da sicher abstreiten. Vielleicht dreht er die ganze Geschichte sogar rum und behauptet, Robert hätte ihm das Angebot gemacht. Da stünde der aber schön blöd da. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Gar nichts? Also, es fällt mir nicht leicht, aber ich würde Robert raten, dieses unglückliche Angebot gar nicht zu erwähnen. Wenn ich nur wüsste, wie ich Robert helfen könnte. Weißt du, wie du am besten hilfst? Indem du zu ihm hältst. Dann wird es schon. Du willst Robert das Kind überlassen, einfach so? Ich habe keine Lust mehr auf Spielchen. Aber dann gewinnt Robert diesen Prozess und wir haben unsere ganze Arbeit und unsere Mühe an dieses Kind verschwendet. Ohne deine Freundin haben wir sowieso keine Chance vor Gericht. Das stimmt nicht. Es wird mir hier zu heiß. Seit wann hast du denn Angst? Ich habe keine Angst, ich bin nur vorsichtig. Ich habe dich immer bewundert. Dafür, dass du so unverschämt bist. So unverschämt klug und souverän. Das bin ich auch immer noch. Gut, Götz ist nicht mehr dabei, aber wir brauchen ihn auch nicht. Du wirst heute per einstweiliger Verfügung Valentina zugesprochen bekommen. Dann dauert es noch ein paar Wochen und du hast das alleinige Sorgerecht. Also, warum machst du dir so viel Gedanken? Und vor allem, wovor hast du Angst? Du riskierst überhaupt nichts, wenn du jetzt vor Gericht gehst. Aber wenn du kneifst, dann war unsere ganze Arbeit umsonst. Vor Gericht allerdings solltest du Anzug und Krawatte tragen, wenn du dir Valentinas Millionen holst. Ich kann dich nicht aufhalten, wenn du fort willst, aber zieh die Sache durch. Dann teilen wir uns die 2 Millionen und du musst nie wieder arbeiten. Das Gutachten fällt wirklich so positiv aus, wie Hildegard sagt. Ach, Robert hat doch gar nicht verdient, dass ich mir ständig solche Sorgen um ihn mache. Dauernd muss ich mir sein Gemecker und seine Vorwürfe anhören. Dieser Anruf bei der Geldübergabe, der hat alles kaputt gemacht. Wenn ich nur wüsste, mit wem Brion gesprochen hat. Hallo. Es ist schon soweit, müsst ihr schon vor Gericht. Kümmerst du dich um Valentina? Natürlich. Mein kleiner Engel. Herr Saalfeld, jetzt machen Sie sich doch keine so großen Sorgen. Der Richter Henschel ist ein erfahrener Mann und der wird sofort erkennen, dass das Kindl bei Ihnen in allerbesten Händen ist.
Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so angefahren habe. Also jetzt gehen wir weiter. Ist schon gut. Ich möchte, dass du weißt, dass egal wie dieser Prozess ausgeht, ich dir unendlich dankbar bin für das, was du für mich und mein Kind getan hast. Herr Seifel, jetzt kommen Sie.